So, meine liebe Gesellschaft der Zocker, ihr seid wieder da zu Mario Party 4, direkt im Anschluss der letzten Folge. Mein Gott, fette Aufnahme, ist ja schon für Mario Party 4. Oh, langsam hat sich's ausgepartet in meinem Hirn. Aber heute geht's weiter hier in der 46. Episode, Leute. Und ich würde sagen, the next round's gone. Und genau, Wario war hier beim Zocken. Ich habe im letzten Part den Stern ganz knapp verpasst. Aber dafür auch ein Geschenk bekommen von Mario, der irgendwie sehr ungeschickt war von ihm. Aber ich habe den dritten nicht bekommen, auch weil ich hätte vielleicht einfach bogern sollen, dass ich mit dem großen Würfel nicht ganz knapp unter der 10 mache. Ich schaffe selten die Tendenzen, überhaupt 50% beim Würfelpensum zu erreichen. Das heißt eine 5 im einwürfligen Modus oder halt die 10 im zweiwürfligen Modus. Denn man hat gesehen, ich habe irgendwie nur 2 in 3 und 1 gewürfelt und die waren alle insgesamt ziemlich nutzlos. Fail at life, wie es so immer ist halt bei mir. Man kennt das ja mit dem Glück, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe irgendwo, aber ich habe ja auch... Ich habe so Facebook gepostet auf jeden Fall. Ich habe erzählt, dass mein lieber Schweizer Let's Player-Kollege Michael the Sale mir einen von seinen 2 Capture Card 3DS ausleihen wollte, damit ich auch 3DS-LPs machen kann. Und das Lustige war dabei natürlich, er hat jetzt, ich habe jetzt x-mal erwähnt, ne, ist die Voraufnahmeprogramm hier für meine Schwedenreise. Ich glaube, ich mache trotzdem nochmal ein Ankündigungsvideo, einfach nur just for safety. Und so, ey, wo ist denn der Lord? Der ist gestorben. Warum kommen aber noch Videos? Bestimmt hat ihn niemand gezwungen, um Let's Plays aufzunehmen und jetzt verdient er Geld mit seinem Kanal und ja, genau. Nee, das lassen wir mal außen vor, Leute. Irgendwie, bevor ich irgendwelche Gerüchte in die Welt streue. Nein, es steht nicht mehr mit in der Knarre hinter mir. Ich kann ein Foto von mir in den Part einblenden. Nein, lieber nicht. So, Mario hat für 10 Münzen Bock auf einen Stern. Ja, das könnte sogar klappen, weil da oben ist jetzt aktuell der Fette, ne? Aber er könnte ja auch... Ne, Goomba sagt sich einfach, nö, verkackt! Er geht gar nicht zum Stern, obwohl er investiert hat. Na, da wäre ich aber sauer. Und er steht genauso wie im letzten Part wieder vor dem Minispiel. Quatsch, vor dem Einkaufsladen. Nee, wo war ich? Nee, das ist ja die Voraufnahme für Schweden. Und, jetzt habe ich den Faden verloren, ich ekelhafter. Ich muss mit Mario zocken, scheiße. Jetzt habe ich echt den Faden verloren, das ist aber doof. Was habe ich denn erzählt gerade? Ich habe alles vergessen, Freunde. Gut, aber bevor jetzt Schatzsuche im Tinos geht, mache ich einen Cut und gucke jetzt, was ich gerade sagen wollte. Bis gleich. So, Freunde, ich bin back. Und ja, ich weiß es wieder. So, und welches Spiel will ich erzählen? Ja, Mike, mein Schweizer Kollege, wollte mir einen seiner 2 3DS Capture Cards ausleihen. Also 3DS mit Capture Cards, worum ist besser. Und ja, er hat ihn so losgeschickt, weil ich dachte so, vielleicht, ich muss ja am 15. April fahre ich ja los. Und ich hatte ehrlich gesagt, oh, Sackgasse, scheiße. Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass vielleicht ich den 3DS noch kriege, bevor ich nach Schweden fahre. Weil wir werden wieder mit Bus fahren, leider. Und das dauert immer ziemlich lange nach Schweden. Und ja, mein Problem damit ist irgendwie, dass man... Das sieht schlecht aus für uns. Ich habe meinen aber diesmal auch ziemlich spät gehabt, von daher will ich Mario nicht verurteilen, aber er war trotzdem extrem late und ich auch. Da hinten stehe ich und da steht Mario. Aber wäre gar nicht mehr so weit gewesen. Aber ich war trotzdem spät. Na gut, was soll's. I'm the best, wir haben verloren. Kann ich mit leben. Und nee, der Haken ist, ja, er hat das losgeschickt und das hätte eigentlich jetzt so langsam ankommen müssen. Und wir sind jetzt aktuell im 11. April, für die, die es wissen möchten. Und wie gesagt, er wäre eigentlich schon jetzt langsam hier gewesen. Aber Zoll hat ihn zurückgeschickt, weil er zu viel Geld bezahlt. Aber ich mir gesagt, was zum Teufel ist der Zoll nicht zum Abzocken da? Der müsste sich doch freuen, wenn wir zu viel für irgendeine Scheiße bezahlen. Und da dachte ich so, ja, super. Ich habe irgendwie kein Glück mit sowas. Und mir fällt gerade auf, dass der ganze Weg hier bis zum Geist überhaupt in gespickt ist mit Gefahren. Er könnte eine 1 machen und mich zurückbeamen. Ist natürlich sehr unlogisch und unwahrscheinlich, aber... Ne, eben halt auch eine 2 macht, ne? Man weiß es ja nie. Könnte ja passieren. Ist immer noch möglich. Würde mich aber zum Stern zurückbringen, von daher nicht so schlecht, aber es gibt ein Bowser-Feld, es gibt ein Feld, was mich zurückbeamen könnte. Ich könnte mich da hinschmeißen und würde mich dann irgendwie wegspringen müssen. Oder da ist ein Schicksalsfeld. Alles, was schlecht für mich ist. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich müsste über eine 12 machen, um an Boo vorbeizulaufen. Ich kann auch einen kleinen Pilz benutzen und hoffen, eine 1 zu kriegen, aber jetzt ehrlich, selbst wenn ich jetzt rüber slitsche, dann stehe ich letztlich auch nur wieder hier und mittlerweile ist der Stern aber gar nicht mehr, obwohl eigentlich, der Dicke ist da, würde sogar gehen, würde sogar irgendwie klappen,
Aber hey, komm, wir wollen dem Dick nichts wegnehmen. Ich will Mario ja bestehlen und von daher ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, hier mal 50 Münzen zu investieren. Und einfach mal den Arsch zu bewegen. Ja, komm, hier einfach würfeln. Bong, eine 4. Das war okay. 4 ist okay. Geht gerade so. So, der Fette frisst erstmal einen Pilz. Er will natürlich nicht zum Stern und macht sich Sinn, weil er ist noch weit weg. Also ich glaube, selbst wenn er... Na doch, eine 20 könnte ihn schon dran vorbeibringen, aber... Das wird sicher nicht passieren, oder Dicker? Nee, 6, komm. Naja, 16, ne? Nee, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Nee, ist gut gelaufen. Hat er gut gemacht, der Dicke, hat er sich verdient. Und ganz ehrlich, dass wir die jetzt eine Einzige gemacht hätten, wäre beim nächsten Mal zwei Ehrenmann gewesen, aber nee. Das muss ja dann sein, ne? So, er macht eine 9 und lotteriert sich erstmal. Er will wieder für die Bude zocken, ein bisschen Geld verzocken. Dab, dab, di, do, bam, bam, badam, bisschen daddeln. Try again, er hat's verkackt, man, das ist schon scheiße. Mann, der Luigi kriegt bald ne Meise. Badam, bum, badam, bam. Ich finde die Musik extrem catchy hier mal in der Lotterie. Muss da mal mitmachen. I'm sorry for die, die meinen Gesang nicht aushalten können. Ich kann's auch nicht, tröste euch. Casino, Sam Moonson, wirst du gewinnen oder wirst du vergacken? Luigi, du niemals verraten die Familie. Ja, bitte, Mann, ihr Bastard Luigi. So, kabong und... He loses again, so he gets home. Back to the start. Geh in den Knast, zieh über los und kriege kein Geld. Genau, ein Schlag ins Gesicht. Übrigens, Monopoly spiele ich sehr gerne. Ich find's voll cool, wenn's eine Online-Monopoly... Boah, der hat einen Happy Happy Lappy, Alter. Boing, boing, boing. Der hat immer richtig Zuckungen gehabt. Happy Happy Lappy Action, Alter. Und er hat auch 1 Stern und 11 Münzen. 111 Münzen. Wie viel Geld hier einfach im Spiel ist? Mario hat so wenig. Alle anderen haben über 100. Ich muss ja fast Gefahr laufen, dass wenn ich jetzt 50 für einen Stern ausgebe, dass ich dann am Ende den Münzstern nicht mehr kriege, weil mich ja jemand überholen könnte. Weil nicht so abwegig ist, der fette Obus noch 40 Münzen mehr, ne? Das ist ja nicht so unwahrscheinlich, ne? Muss man mal erwähnen. Ich bin mir in einem Battle Game. Ich muss ja nochmal demnächst richtig viel Geld einsammeln hier. Hey Mann, wie viel Obolus willst du bezahlen? Das ist der Einzige, der sich eigentlich nie leisten kann. Und trotzdem macht das. Er will 10 Münzen opfern, damit er dann zum Stern geht. Der kriegt aber der Dicke gleich. Bong. Jetzt kommt er sogar dahin. Jetzt bringt es ihm aber nichts mehr. Weil den Dicken kann er nicht mehr überholen. Es sei denn, der Dicke macht jetzt... Och Mario, du behinderter Lutscher. That's not that good, ne? Hey Mann, Mini Bowser, ich möchte nächstes Jahr ein Spielchen nehmen für von euch allen. Wow. Finde ich gar nicht so schlecht. Der Dicke bezahlt jetzt nochmal 20 und ist dann wieder unter 100 und mein Rekord liegt bei 177 trotzdem noch. Einmal noch genug, Papi. Oh oh. Much more again. Puff. Oh, scheiße. Kniet ihr vor Bowser und fühlt mein Zorn. Bowser Game. Ja, das war so klar irgendwie. Zum hübschen Spiel, Bowser im Spiel. Hälfte seiner Münzen, Jammerlappen. Das war jetzt gerade die Kernaussage seines Textes. Die sind alle viel zu schnell immer. Hälfte seiner Münzen, das finde ich allerdings nicht cool. Da darf ich auf keinen Fall verlieren. Und ich hoffe, kommt nicht wieder Obst des Todes. Obst of Doom. Finde ich extrem scheiße, das Spiel. I'm not so good at remembering, vor allem die Uhrzeit. Na, das ist die Uhrzeit, ist nicht mal 11 Uhr nachts. Ballon des Schicksals, ja, das finde ich geil, immer her damit. Geil, Mann, jetzt weiß ich ja, wo er verplatzt. Nein, ich brauche keine Spielregeln. Let's go! Hier, mein Gesicht wird riesig. Ja, ja. Viel zu viel Helium in deinem hohlen Schädel, Kumpel. So. Na, 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 jetzt geht es Voodoo los. Das ist sehr schön. So, Yoshi, jetzt aber mal richtig Schmackes hier. Let's swim! Bong! Ja, yeah, grunz. Wie grunzt Bowser? Er ist doch kein Schwein, also er ist eine Sau in dem Sinne. Er wird so... Grunz, grunz, oink, oink. So, in die Richtung wahrscheinlich. So, Luigi ist wieder am Daddeln und alle machen sie nur so ein bisschen... Yeah!
Yoshi sieht leicht verbuggt aus, die Augen gucken durch sein grünes Augenlid durch. Ja, genau so. Und durch das Gefühl, die Kamera geht immer weiter weg, kann das sein? Bong. Swoot. So, jetzt ist Baby Bowser schon ein Stück zurückgegangen, habe ich gesehen. Und Bowser hat sich schon auf die rechte Seite gestellt. Oh, oh, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel übertrieben. Ich weiß ja jetzt ja, bis wohin der Ballon gehen darf. Oh, Luigi pumpt nochmal ordentlich was drauf. Na, sehr schön. Ich weiß ja jetzt ja, wo er in etwa explodiert. So, ich glaube, ich kann nochmal richtig schön drauf pumpen jetzt. Bong. So, jetzt kommen noch drei andere. Ich glaube nicht, dass ich da verlieren kann. So, wer noch mal erwischt, ist mir egal. Oh, der Fette pumpt auch nochmal ordentlich drauf. Ich fühle es schon. Oh, oh. Zwei Leute vor mir. Komm, Yoshi, das schaffst du. Bong. Luigi. Wie kannst du es wagen, Flame? Sieht aus wie ein bisschen Rauchfleisch. Hallo, du Räucherfleisch, Luigi. Wie er guckt. Derp. Er hat den Verbrennungsstatus bekommen und sein Angriff wurde halbiert. Luigi gibt mir die Hälfte deiner Münzen. Geil, geil, geil. Oh, krass, ey. Sogar noch aufgerundet. Hättest mal den Fetten erwischt, das wäre gut gewesen. So, Geld wurde jetzt wieder extrem minimiert. Alle 20 Münzen abgegeben. Plus Bowser hat nochmal die Hälfte von ihm geklaut. Das ist hart. Das ist richtig hart. So, jetzt dürfen wir wieder mal... Yay. Kerzenschwein spielen. Ach ja. Schön, schön, schön. Schön, schön. So, danach muss ich mal gleich mal gucken, welche Runde das ist. So, hier ist gerade Werbung. Das ist schön. Es läuft immer noch Elementary. Ja, ja, Freunde. Oh mein Gott, ist duster. Zeit, ihm die Lichter auszublasen. Jetzt kriegst du einen Spritzer ins Face, Mann, ey. Mann, ich hab dich getroffen. Mann. Mario, du Schwuchtel. Oh, Mann, der ist aber wendig. Für so einen fetten Klempner bist du ganz schön wendig. Oh, voll an dir pisst. Oh, ich verknarre. Ey, ich hab dich getroffen. Mann, ich hätte früher drücken müssen. Nein, ich hab doch getroffen, Mann. Ja, Mann, los. Shit. Ja, gut, komm, hey, Mario mal wieder 10 Münzen. Er hat jetzt 0 gehabt, ne? Es ist okay. Ist verdient, möchte man meinen, ne? Ey, wir haben schlecht getroffen. Ich auch. Also, wir haben... Ich nehme mich auch nicht aus und schieb's auf die Computer. Ich bin ja fair. Ich habe ganz viele YouTuber schon gesehen, die schieben's immer auf irgendwelche komischen Unglücksgeschichten. Ich bin so, ach, das war gar nicht so viel Pech. War einfach mal schlecht. War einfach mal scheiße Steuerung, die dann oft immer den Spielcharakter anmeckern, als ob der da was für könnte. Ich kann mal lustig. Andererseits ist das aber auch ein bisschen affig. Aber hey, man muss ja auch mal realistisch halt einfach mal erkennen, dass man selbst verkackt hat. So. So, hier könnte ich jetzt das Spiel verkacken. Ihr könnte auf Bowser landen. Hier könnte ja eine ganze Menge Scheiße passieren, wenn man es mal jetzt so ehrlich sieht, ne? Aber gut, ich würfel einfach und give my best. Und ich krieg eine 4. Wo lande ich, na? Hey, der Item. Achso, ja. Ich hab 3, das ist das Item, ja, macht Sinn. Hey, willkommen Casino. Hey, 10 Münzen. Willst du zocken? Komm, bitte was ganz niedrig. Komm, was ganz niedrig. Oh, das ist viel zu hoch, Mann. Oh. Oh, gerade so, Alter. Schwein gehabt. That was some lucky action, yeah, I know it is not good, but at least I've won. Bong. 3 coins extra. Dude. Achso, jetzt muss ich mal gucken hier. Runde 16 weg, jetzt beendet, muss noch 2 Folgen aufnehmen. Nee, noch nicht. Da muss ich noch 3 Folgen aufnehmen. So, der Fette holt sich jetzt fair, also verdient seinen Stern. Es ist richtig, ne? Muss man jetzt mal sagen, hat er verdient. I got it. Geil. Schön. Oh. In my direction. Oh nein. Oh, wie gemein. Oh, wie fies ich bin. Meine gut, ich finde es immer noch interessanter, einen Stern zu stehlen von Mario, als mir einen zu kaufen, weil es einfach mal effizienter ist. Auch wenn es teurer ist, aber hey, ich habe das Geld. Also, who cares? I have the money. So what's wrong with it? Boing, 5 Felder. Ich wollte gerade sagen, welche Richtung. Er kauft sich ein Item. Was denn für eins? Was kaufst du dir für ein Item? Ein...
Eine Tauschröhre, das finde ich aber nicht so cool. Hehehe, deine Mutter ist hehehe, Mann. Deine Mutter ist buhihihi. Ja, das hat bestimmt irgendwo Sinn gemacht. Boing, einen kleinen Pilz hinzu. Nee, noch mehr Pilze, geil. So, Mario, what are you doing? You got a 5. So, Runde, ja gut. I think after the next round. Oder kann ja mal sehen, wie viel Aufnahme ich schon gemacht habe jetzt. Oh, lucky minigame again. So, lass die mal zocken hier, ist mir egal gerade. Ich muss mal hier die Parts ausrechnen, wie viel ich schon gemacht habe jetzt. Moment, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, sorry Leute. Das ist ein ganzer Part. Ich hab jetzt 42 bis 48. Hä? Nee. Ach, ey, guck nachher einfach mal. Ey, guck nachher einfach mal. Ganz in Ruhe. So, wird wieder verdoppelt. Schön, da hat er gesprochen. Du, di, di, du. Ins Netz gegangen. Mal bin ich da extrem gut drin, mal bin ich einfach nur schlecht drin. Gefühlvoll, merkst dir, gefühlvoll, Mario. You can do it. Ja, Mario, die haben den Fetten, die werden verlieren. Komm, wir können das schaffen. Du brauchst Geld und ich auch. Ich brauche mal Geld. Splush. Ich weiß nicht, wie der so geil animiert aus. Ich kann es mal nur wie immer wieder sagen, ne? Nintendo got some talents, Freund. So, fangen und netzlernen, okay. Mario, doch nicht so hektisch, oh nein. Bong. Manchmal so stülplisch. Mario, du bist auch eine kleine Schwuchtel, Mann. Geil, Action und... Boop, einmal 9 Fische. Nein, Yoshi. Zart, Mann, zart, mein. Geil. Und damit haben wir gewonnen, Jungs und Mädels. Mario, wo willst du denn hin, Mann? Du bist doch behindert, Mann. Okay, damit sind alle Fische weg. Und alle Charaktere bleiben stehen. Und das Minispiel ist frühzeitig vorbei, weil die Zeit vorbei ist. Und wir haben mit über die Hälfte mehr gewonnen. Über das Doppelte. So. Die haben nicht mal die Hälfte. So rum. Ha, jetzt habe ich's. Ein Kting, 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 Massive Money. I'm getting YouTube Money. Mario hat mir so einen beschissenen Song geschickt. Wie sagt, wer kann denn ein ganzes Lied über YouTube-Geld machen? Was zum Teufel? Ist schon ein bisschen krank, muss man mal sagen. So, 4, 5. Ne, eine 5 hätte ich nur ungern, aber über eine 4 ist schon mal cool. So, ja gut, man kann mich auch niemand mit der Tauschröhre trollen, weil, Baum. Boing, eine 4, da ist meine 4. Ja gut, wenigstens ein rotes Feld. Ist doch alles cool. So, jetzt fragt mich, wohin Luigi seine Tauschröhre benutzen will. Hoffentlich nicht zu mir, weil ich will den Geist, wie gesagt, nutzen. Das ist gerade mein F. Achso, genau, ich wollte nach dem Part beenden hier. Kann ja mal gucken, wie lang die Folge ist. Dann machen wir halt auf die Art und Weise. So wie früher, einfach sagen, oh, 20 Minuten, fertig, Ende aus. So, das ist gerade die Aufnahme hier und die hat angefangen. Ja, ja, gut. Hm, ja. Sag mal bis zum Minispiel noch. Ja, sorry, dass das System hier gerade so komplex ist, aber mein Kopf ist langsam aus. Aber wichtig ist halt, dass ich immer noch Spaß in der Aufnahme hatte, aber sonst hätte ich es auch anders gemacht mit Schweden. Dann hätte ich gesagt, ja, da gibt es täglich halt nur eine Folge. Ist zwar bei 4 LPs ein bisschen scheiße, aber wäre halt für nur eine Woche nur gewesen. Aber da ich einfach Bock auf die Aufnahme hat, mache ich mir die einfach. Ich wollte gerade sagen, Finger weg von Yoshi, ne? Dann mache ich mir die Arbeit einfach auch, weil... Dann hat man immer noch Spaß am Zocken. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine ganze Woche nichts zu LPen. Also ich werde eine ganze Woche nicht mit euch labern können. So indirekt, ihr wisst schon. Und ich sage jetzt nicht voraus, weil ich sage, das fehlt, das wird mir fehlen. Und einfach deswegen sage ich, ja gut, dann machst du dir Stress, laberst jetzt nochmal extra viel, damit du dann nach der Woche fertig bist und dann wieder richtig was zu plaudern hast. Da könnt ihr euch wieder den ersten Part, nachdem ich wieder zu Hause bin, wieder euch am besten Ohrenstöpsel besorgen oder den Part einfach überspielen. Weil, oh, der klabert mir zu viel. Und die sonst meine Stammzuschauer bleiben, die müssen eh schon eine ganze Menge Quatsch aushalten. Also würde mich dort wundern. Also wenn deiner ausmacht, dann muss ich es wirklich übertreiben. So, Mario gets again some money. He get a YouTube money. Jetzt hat diesen scheiß Ohrwurm wieder. Diesen ekelhaften Refrain. Vor allem ist das Lied mittendrin so wie ein neues Hip-Hop-Lied aufgebaut. Was zum Teufel? Als wenn YouTube-Partner wie Fat Gangbang-Kettchen hätten und mit so Bling-Bling und so, ne.
to the West Coast und so. Zurück zum Absender. Geil. Ich liebe das Minispiel immer noch. Ich finde das einfach nur toll. Das ist immer nur geil. Das macht einfach Spaß. Terroristen-Action hier. Ich glaube, wenn ich das im LP erzähle, dass ich Spaß mache, Spaß habe, andere mit Bomben zuzubomben, dann wird gleich bestimmt die USA meine LP stalken. Ah, die NSA wisst ihr sowieso schon, weil ich ein Furzlasser, aber das ist ja ihr Nachteil, ne? Also. Oh, der hat heute ein Häufchen Licht, das hatte er nicht so eine gesunde Fahrt. Und ich mir so, ja gut. Dann haben sie die Informationen, aber es ist zu ihrem Leidwesen, glaubt mir. Je mehr eklige Sachen die NSA über euch rausfindet, Leute, umso mehr hat die NSA keinen Bock mehr drauf. Das sind meine Tendenzen, wie es eigentlich ablaufen könnte. Weil ganz ehrlich, wenn die NSA halt weiß, dass ich irgendwie eklige Sachen gemacht habe, dann ja, sollen sie doch wissen. Wer Informationen über mich haben will, der braucht nur eine LPs gucken. Naja, mir gibt's Aufrufe. Und wie gesagt, je mehr privaten Scheiß man über die Menschen rausfindet, desto ekliger wird's einfach nur. Und wenn die echt so tief buddeln wollen, dann go for it, ist ja euer Problem. Sowohl psychologisches als auch nervliches. Also, ich würde das so nicht machen wollen. So, ja, ich würde sagen, ein Free Star for me. Ich habe so viel Knete, ich muss hier endlich mal loswerden. Ja, aber ich investiere jetzt in einen cleveren Buhu, der Mario jetzt erstmal einen Stern stehen will. Dumm, Swoodoo Action. Yay. Swoodoo Action gegen Mario. Yay. Blicke tief in die Kristallkugel. Swoodoo. Swoodoo, Swoodoo. Nix mit Bitch-Slaps für die Geister. Einfach mal einen Stern gestohlen. Der Geist muss auf jeden Fall ein verstorbener Pole sein. Oh mein Gott, that jokes again. Sorry. Mann, ich liebe diesen Job. Agumba ist auch so einer, ja? Ich hab's ja mal gewusst. So, Leute, damit haben wir den ersten Platz ergattert. Mittels, ja, der erste Stern war nicht wirklich schwer erkämpft. Muss man mal ehrlich mal so sagen, ne? Der zweite Stern, den hat mir Mario geschenkt und den dritten habe ich mir von ihm schenken lassen mit mittels gewalttätiger, money-technischer Mittel und so. Ihr wisst schon, alle total harmlos und voll korrekt und so. Aber hey, ich hab's schon x-mal gesagt, im Liebe-Krieg, im Spiel, in der Liebe und wurden ja alle noch erlaubt. Das ist, da darf man das halt, ne? Da ist das erlaubt. Vor allem beim Keksebacken, ja? Beim Keksebacken darf man alles machen. Sogar Zucker in den Teig geben. Dom, dom, dom. Ja, das ist immer fatal. So, der Fette verliert erstmal drei Münzen. Er ist sogar in die richtige Richtung unterwegs. Das ist wunderprächtig für ihn. Das interessiert mich nochmal, dass hier weniger Laser. So, der will einen kleinen Pilz nehmen. Warum? Achso, er will sie bestimmt da drüben beamen, weil da oben sind die Plättchen, ne? Also er müsste jetzt, glaube ich, eine 4 oder eine 5 machen. Hat er natürlich mit dem kleinen Würfel schon mal bessere Quote, aber so denn doch nicht, leider. Hey, Casino, wie ist das mit Würfelspiel? 10 Münzen, komm schon, zack mit mir, zacken, zacken, zacken. Gumba, Mann, der rastet einfach aus. Bong. Ja. Oh, man. Luigi geht nach Hause. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Stup ausgekotzt und Mini-Luigi. Der Ärmste. Er tut mir immer leid, wenn er hier so den Derpy-Derp macht irgendwie. Wisst ihr immer als NPC für Luigi macht den Derpy-Derp für alle. So, Mario denkt sich so, nö, der mein kleiner Bruder frisst einen kleinen Pilz, aber wenn ich mal voll Gegenteil fressen großen Pilz. Ich glaube, dass diese Brüder denken. Kennen vielleicht einige von euch auch, die Geschwister haben. Ich habe das oftmals bei anderen beobachtet. Ich selber kenne es ja nicht, weil ich ein Einzelkind bin. Und... Oh, ein Pasch Mario kriegt some money. Schon wieder, meine Fresse. Jetzt sammelt er ja schon viel Geld. Hey, 10 Münzen, Mann, bitteschön. Kennt ihr vielleicht irgendwie das immer? Also, ist von... Oh, nein. Ist von Brüder zu Brüder unterschiedlich. Leute, jetzt muss ich übrigens ein paar Wörter beenden. Jetzt ist er wirklich lang genug. Auf jeden Fall... Und, nee, kennen vielleicht einige, die Gebrüder haben. Ist es bei euch eigentlich eher so, könnt ihr mir mal in die Comments schreiben, wenn ihr Geschwister habt, ist es eher so, dass ihr denn eher lieber mit euren Brüdern alles teilt und dieselben Sachen spielt? Oder seid ihr sehr, nee, ich will mich absentieren, ich will meine eigenen Dinger machen, ich will mich isolieren, ich will nicht wie mein Bruder sein, weil ich kann es mir vorstellen, als Geschwister ist es echt irgendwie nervig, die jetzt sagen, oh, das ist aber ein süßer Johann und dann, ich bin aber Max, also in die Richtung, ihr wisst, ich habe mir jetzt spontan zwei Namen ausgesucht, aber Grüße an alle, die Johann und Max heißen. Ich glaube, das werden nicht allzu viele sein. Und ja gut, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann wieder, danke fürs Zusehen, macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.